Hallo, meine Lieben. So, da bin ich jetzt wieder. So, das erste Video nach meinem Rant heute Morgen. Also es ist immer noch der gleiche Tag. Und ja, also danach, vor allem auch wie ich so die ersten Kommentare und so gekriegt habe, die alle super positiv waren, Dankeschön dafür, habe ich dann irgendwie so das Gefühl gehabt, na, ich weiß nicht, ich muss was machen. Ich bin immer noch unzufrieden. Also mir ist es schon wesentlich besser gegangen. Also mir geht es jetzt generell viel besser, weil ich eben ja mit wem geredet habe und die Leute offensichtlich jetzt nicht der Meinung sind, dass ich einen Knall habe. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Zumindest nicht mehr als sonst. Ja, und dann hatte ich aber eben so das Gefühl, also ich bin jetzt in diesem Bein da drinnen. Die Inserts drin sind eh schon meine eigenen. Also das heißt, ist der Binder eigentlich notwendig? Ja, habe ich dann irgendwie befunden, na, nicht wirklich, aber was könnte ich stattdessen machen? Und dann ist mir ja glorreicherweise eingefallen, dass es vor ewigen Zeiten, ja, also als diese Carpe Diem Planer rausgekommen sind, dass da auch eben gesagt worden ist, also wenn ihr euren Erin Condren in einen Ringplaner unterbringen wollt, dann geht es eben im Carpe Diem, weil der ist weit genug. Ja, natürlich habe ich jetzt dann auch nachgeschaut, ob Simple Stories vielleicht da irgendwie einen Backlash hat wegen der ganzen Black Lives Matter-Geschichte oder wegen sonst irgendwas. Nein, da sind sowohl auf der Carpe Diem-Seite als auch auf der Simple Stories-Seite überhaupt keine Posts zu dem Thema. Ob sie in irgendeiner Form in den Stories reagiert haben, das kann ich nicht sagen. Also muss ich jetzt einmal tatsächlich sagen, im Zweifel für den Angeklagten, ich kenne die Amber und den Kevin persönlich. Ja, ich habe mich auf der PlannerCon auf beiden mit dem Kevin und auf der zweiten mit der Amber unterhalten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, also gut, wie gesagt, in dem Fall Zweifel für den Angeklagten. Mit denen habe ich mich ja richtig unterhalten können, also nicht nur Foto machen und Dings, so wie mit der Erin Condren, sondern ich habe mich richtig mit ihnen unterhalten. Und so gesehen habe ich zumindest das Gefühl, sie ein bisschen zu kennen. Also im Zweifel für den Angeklagten sage ich jetzt einmal, in einem Simple Stories kann ich leben. Und vor allem, ich bin jetzt einfach auf Simple Stories gerade nicht sauer und auf Erin Condren schon. Und ja, es ist einfach tatsächlich so, dass sie den anschauen, ich bin grantig. Das will ich nicht. Gut, aber das soll jetzt auch gar nicht das Thema sein. Wie gesagt, also die Lösung für meinen Hourly ist das, dass ich in diesen Carpe Diem umgezogen bin. Und zwar aber nur mit den Teilen, die jetzt meine Stundenplanung drinnen haben. Die ganzen Listen, die ich hinten drinnen gehabt habe, die habe ich weiterhin im Binder gelassen, weil die meistens auf Notizpapier von Erin Condren sind und die sind ja noch aus dem Spiralgebundenen. Und wenn man das locht, das ist ja der Katastrophe. Ja. Die Löcher von diesen A5-Planer passen genau zwischen die Löcher von den Erin Condren Dingsens rein. Also so gesehen ist das eine stabile Sache. Und deswegen passt man das schon. Ja, und wie gesagt, also da ist er jetzt drinnen und passt eben ja eigentlich sehr gut rein. Also er hat oben ein bisschen Spiel, er hat unten ein bisschen Spiel und er ist ja sowieso immer offen auf diesem Stand da neben meinem Schreibtisch. Und ja, schreiben da drinnen würde ich auf keinen Fall wollen, weil ja, das ist mir alles ein bisschen zu muggelig. Aber das Setup habe ich damals gemacht, als ich ihn gekriegt habe und seitdem ist es so und bleibt auch so. Das Einzige, was jetzt derweil zumindest noch drinnen ist, ist dieses Checklisten-Dashboard, das ich eben gekauft habe jetzt mit der letzten Bestellung, weil ich mir einfach noch nicht sicher bin. Also man sieht eh, dass ich es kaum verwendet habe. Also das ist ein bisschen eh das Problem damit, dass sie nicht wirklich dran denkt, dass ich es verwende. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der Sinn ist schon das, dass sie da im Prinzip abhackeln kann, jedes Jahr aufs Neue. Wobei, wenn ich es mir dann wieder genau anschaue, sind das da oben eh jetzt einmal nur die Sommerplaner, beziehungsweise diverse Inserts. Die Herbstplaner müsste dann eh wieder. Also ich bin mir eh noch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich die Sache ist, die ich haben will und die ich brauche. Aber derweil einmal habe ich mir gedacht, möchte ich das eigentlich schon noch verwenden. Vor allem, weil es ja auch wieder ein Page-Lifter ist,
zum Zumachen. Also das ist ja bei Ringplanen immer ganz praktisch, wenn man das hat. Ja, also so gesehen bin ich derweil einmal so umgezogen. Wenn ich dann das nächste Monat ausdruck, dann loche ich es natürlich gleich richtig, das ist eh klar. Aber so derweil stört es mich auch nicht. Jo, und jetzt geht es halt dann darum, dass ich hier eine andere Hülle haben möchte. Zumindest eben vorübergehend. Und ja, A, weil ich alles, was bestellen muss, dauert eine halbe Ewigkeit im Augenblick. Im europäischen Raum bin ich jetzt erst auf der Suche nach neuen Planer, Herstellern und so weiter und so fort. Die Julika hat mir heute eben, die hat was gepostet und dann habe ich das gemacht, was ich im Video gesagt habe, dass ich eigentlich nie mache. Ich habe sie gefragt, wo sie die Planerhülle her hat, weil die eben schön groß ist, sodass dieses Papier eben von diesem Format gut reinpasst. Und also eben jetzt statt dem Carpe Diem zum Beispiel. Ja, ich möchte einfach einmal schauen, was gibt es eigentlich auf europäischem Boden. Ja, also die Planerwelt orientiert sich allweil so sehr an Amerika und an Japan, dass es vielleicht doch auch mal ganz spannend ist zu schauen, was gibt es auf europäischem Boden. Da gibt es natürlich die Marisa Pramucci mit ihren Ringplaner-Einlagen und so weiter. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele, die solche Einlagen herstellen. Aber wer stellt tatsächlich solche Sachen her? Außer jetzt Moindori, die kenne ich dann schon auch. Und Pedori, das kann ich nicht sagen, ob die jetzt eigentlich noch was machen. Jedes Mal, wenn ich auf den Shop schaue, ist er auf Urlaub. Das kann schon sein, dass die vielleicht eh nichts mehr macht. Ja? Aber however, vielleicht habt ihr da schon einmal Tipps, was ich mir anschauen kann. Aber für jetzt und auf die Schnelle mache ich jetzt das, was ich in Wahrheit schon seit ewigen Zeiten machen will. Also wirklich schon total lang. Aber dann denke ich mir, ah na, du verwendest eh kein Travelers Notebook. Und ah na, jetzt hast eh die von Oh Hello. Ah na, was weiß ich. Ja? Oh Hello habe ich jetzt leider nicht nehmen können, weil vier Hefte da nicht reinpassen. Also drei würden gut gehen. Das ist ja eigentlich A, B. B6. Ja, also eigentlich sind die ja für B6. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt mehrere A5 Notizbücher da drinnen habt, dann ist das einfach zu viel, das geht sich nicht aus. Ja, leider. Die A5 haben sie ja wohl auch, aber ich mag das nicht. Also die haben die immer so konzipiert, dass dann oben sehr viel Rand einfach ist. Und das mag ich nicht, wenn dann das Buch so da drinnen so verloren ausschaut. Ja, also daher mache ich das, was ich tatsächlich schon seit Ewigkeiten machen will. Nämlich ich mache mir ein Traveler's Notebook aus Filz. Ja, ich stehe auf Filz. Mein allererstes Traveler's Notebook, das ich mir mal gemacht habe, hatte ich tatsächlich auch aus Filz und zwar auch die gleiche Farbe. Und zwar weiß ich gar nicht, wo ich das eigentlich gefunden habe, aber das war auf jeden Fall ein dünneres Filz. Also das ist jetzt viel fester. Und denke ich, wird für meine Zwecke dann noch besser funktionieren. Aber wie gesagt, das erste war auch schon super cool. Und damals habe ich mich ja voll verliebt gehabt in das System. Nur war ich damals, ich weiß es gar nicht mehr, was. Ich habe dann noch meinen ersten DIY-Planer gehabt in A4. Mit dem ja auch meine Erin Conran-Geschichte angefangen hat. Oder war ich schon im Happy Planner? Das weiß ich nicht einmal. Aber jedenfalls habe ich es halt ausprobiert und die sind so easy im Prinzip zu machen, dass ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt heute mit euch. Ich habe es mir jetzt von der Höhe schon einmal zusammengestellt, weil ich habe mir von dem Filz 1 Meter gekauft, für den Fall, dass ich es beim ersten Mal versau, was ja durchaus im Bereich des Möglichen ist. Wir waren eben heute in diesem Stoffgeschäft in Klagenfurt und den einzigen Gummi, den sie noch gehabt haben, außer was Schwarzes und was Braunes, genau, war eben jetzt dieser dunkelblaue. Und wäre jetzt sicher nicht meine erste Wahl gewesen. Ich hätte gern wirklich eine richtige Kontrastfarbe gehabt, aber nichtsdestotrotz ist ganz hübsch und er ist wenigstens von der Dicke her jetzt ein bisschen mehr als das, was ich ohnehin daheim habe, weil das, was ich daheim habe, ist glaube ich nicht einmal 1 Millimeter. Und das, keine Ahnung. Schauen wir mal. Wie dick bist du? Ja, ich glaube, der ist 2 mm eben dick. Und 3 wäre mir noch lieber gewesen, aber das haben sie nicht gehabt. Also gummitechnisch sind sie leicht ausgeraubt. Gut, von der Höhe habe ich es so gemacht. Vielleicht sieht man das. Ah ja, so sieht man es gut. Dass es ein bisschen höher ist, wie es Erin Conran, ja. Weil wenn man sich das eben so anschaut, es ist immer so, dass es, wenn es oben ganz flach ist, schaut es unten ein bisschen raus und umgekehrt. Also ein
bisschen mehr Spiel hätte ich schon gern, damit die Hefte da besser reingehen. Und das Gleiche gilt dann auch für die Breite. Also es ist nicht so, dass ich unbedingt will, dass die ganzen Tabs drinnen verschwinden, weil das führt dann nur dazu, dass der Gummi das Ganze dann so eben so verbiegt. Und das mag ich dann auch nicht. Aber so vielleicht ähnlich wie da, dass es so 5 mm breiter ist auf jeder Seite, das würde man, glaube ich, sehr zusagen. Ja, und dann würde ich das einmal eben, wie gesagt, zuschneiden. Also wenn wir das jetzt so haben, dann wäre das noch Kabel. Dann wäre das in etwa ja, 34 wäre, glaube ich, eh hübsch. Ja, genau. Das werden wir auf 34 kürzen. Natürlich habe ich jetzt bei du keinen richtigen Stift mit, aber ich denke, also dieses Mini-Büro, Sabine, solltest du hier zuschauen, es ist schon super, aber ich fürchte, das Ding doch, es schreibt schon. Genau, sechs und schon habe ich es markiert. Ja, also dass ich immer so kompromisslos bin mit meinen Basteleien, ich glaube, das ist schon bekannt. Ja, also im Prinzip muss ich das jetzt dann nur noch gerade umschneiden, was eher schon eine Herausforderung wird. Aber ich glaube schon, dass ich es schaffe. Ich bin nur beim so umschneiden, ja, in diese Richtung, wie drauf kommt, dass das Lineal vielleicht nicht so ganz, nicht so ganz gerade ist. Ja, also dementsprechend werde ich das gleich machen wie vorher. Und einmal schauen, ob jetzt der Abstand in die Richtung tatsächlich durchwegs gleich ist. Wenn ja, dann wäre es ja super. So, na geht. Okay. Und es liegt immer was im Weg. Und ich bin ja wirklich auch auf dem Tisch, der klein, kleiner, am kleinsten ist. Aber was soll's? Also das wären jetzt circa 123. Ja, das dürfte aber passen. So, dann holen wir uns das Schneidebrettel. Und dann schneiden wir mal da glücklich. Ich werde dafür aber aufstehen, weil das tue ich mir dann leichter. Ja, und das ist jetzt angeblich rechtwinklig. Im besten Fall ist es tatsächlich so. Ja, und dann hätte man jetzt im Prinzip die Hülle ja schon fertig. Und da geht es jetzt dann nur darum, dass man hoffentlich die Löcher an der richtigen Stelle macht. Und ja, das größte Problem ist natürlich immer das Loch für das elastische Band, weil mit dieser Lochzange, die ich da habe, komme ich natürlich niemals da hinten hin. Aber da habe ich prinzipiell, ich weiß gar nicht, ob ich das wo gesehen habe oder ob ich mir einfach nur selber immer gedacht habe, das wäre eigentlich die voll die gute Idee. Wenn man das nämlich jetzt genau aufeinander legt, so, das schaut eigentlich wirklich gut aus, und man jetzt hergeht, ich hoffe, das schafft diese Zange, dann könnte man nämlich hier so direkt durch. Dann hat man zwar zwei Löcher, aber ich glaube, dass das dem elastischen Band ganz gut tun würde, wenn das nicht an einer solcher Stelle dann immer zieht, sondern ja, also wie gesagt, deswegen glaube ich, dass das eine ganz gute Idee wäre. Jetzt geht es nur darum, wo ist die Mitte? Und die andere Geschichte natürlich, schafft das Teil das? So, das sind 22, das ist wunderbar. Und das ist 11. Und dann müsste hier die Mitte sein. Gut. Also haltet jetzt mal die Daumen. Jetzt nicht wissen, wer sich das jetzt gerade anschaut und sich voll auf den Kopf greift, was macht die da? Das geht doch anders, viel einfacher. Ja, das kann schon sein. Aber ich weiß es nicht. Ah,
Und ich meine, dass das Loch dann vielleicht nicht super schön ist, das ist mir auch klar, aber das ist ja wiederum egal, weil ich ja sowieso die Ösen noch habe. Also ich traue mir ja zu sagen, dass eventuell diese Zange nicht die beste ist. Ich hole jetzt noch was. Meine trusty Nagelschere. Das sollte ja jetzt einmal reichen. Jetzt ist nur die Frage, gell? Weil ich habe ja jetzt noch nie Nieten verwendet. Dementsprechend muss ich mir jetzt da auch ein Loch reinmachen und das probiere ich jetzt einmal aus. Erstens werden wir jetzt gleich mal wissen, ob das dann eigentlich leichter geht, wenn ich nur mehr durch eine Lage durch muss, aber offensichtlich eh nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich dieses Teil überhaupt her habe, ob das aus einem vernünftigen Geschäft war oder eben nicht. Aber eine Nagelschere ist einfach wirklich sehr hilfreich, gell? Ich meine, es ist natürlich echt dicker Filz, das ist jetzt keine Frage. Und ich mache es ja auch das erste Mal. Also, haha. Gut, dann haben wir jetzt nämlich da das Loch. Und dann, na, geh her, geh auf. Ich sag's dir. Gehst du auf. Gut, dann hat man solche lustigen Sachen. Ich glaube, einen Hammer werde ich auch brauchen. Das wird eine Gaude. So. Genau, das heißt, man würde das so machen. Man gibt das dadurch, legt das Zeug da auf, gibt den Ring darüber. Und dann würde man hier jetzt mit dem Hammer drauf haben. Will heißen, braucht Hammer. Komme wieder. Und jetzt werden wir dann auch wissen, was IVA-Regale von IKEA aushalten. Kann man da drauf das reinhauen? Okay, eins, zwei, drei. Ja, schaut euch das an, wie geil. Warum habe ich das nicht schon längst einmal gemacht? Keine Ahnung, gell? Das geht ja grenzgenial. Ja, das. Happy as happy can be. Gut, dann machen wir mal das erste schon. Warte, jetzt, ich muss noch kurz schauen, auf welcher Seite will ich es denn eigentlich haben. Ja, ich habe es eh geschafft, auf beiden Seiten jetzt das anzumalen. Jetzt habe ich da einen Punkt und da noch den Strich. Aber das ist mir wurscht. Nehmen wir das für außen. Tada! Erste Öse. Wow, cool. Ich freue mich gerade echt den Herzen aus, weil das habe ich nie gemacht, wenn ich mal solche Filzdinger gemacht habe. Ich habe mir gedacht, ach, ist doch wurscht, das haltet das schon aus. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, nein, ich hätte jetzt schon gern, dass das was Gescheites ist. Bitte, das schaut sogar fast super aus, dass sich das in einer Linie befindet. Ja, also wie gesagt, ich wollte halt schon irgendwie, dass das jetzt was Gescheites ist. Und da, oh, aber das habe ich vergessen. Seht ich hier? Nee, was habe ich vergessen? Ich glaube, das wird jetzt dementsprechend auch nicht halten. Ja, es haltet wahrscheinlich besser, als ich mir das so denke. Aber ich habe ja das Gegenstück vergessen. Muss man das außer tun? Das da braucht man ja auch. Gell? Wieso sagt es nichts? Das ist wieder mal typisch. Keiner sagt was. Ja, jetzt schaut es gleich von der Seite auch noch besser aus. Von der hätte es wahrscheinlich, es hätte eh keinen Unterschied gemacht. Aber wenn schon, denn schon. Und warum ich es aus Filz mache? Also erstens einmal, ich mag Filz einfach. Ich greife das gern an. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Also kennt genug Leute, die Filz nicht angreifen mögen. Ja, und der Vorteil ist einfach, du brauchst nichts nähen, du brauchst nichts ändeln, du kannst es einfach schneiden. Ja, das ist der Vorteil.
Deswegen mag ich Filz. Und es gibt es in wirklich super tollen, bunten Farben. Ha, jetzt aber. Passt. Dann haben wir den ersten Streich. Sie ist nicht ganz in einer Ding, aber zumindest fast. Und wie gesagt, wenn ich da das jetzt nämlich durchziehe, dann zieht es da auch nicht da den Ding so rein, weil der Zug ist eher dann da und da halten dann auch schon die Hefte dagegen. Also das ist so ein bisschen meine Theorie. Und ich bin mir eben nicht sicher, ob ich das nicht sogar bei jemandem gesehen habe, dass das auch dann tatsächlich so ist. Gut, so, und jetzt brauchen wir aber noch die anderen Löcher. Und damit die vier Notizbücher unterbringen, brauche ich drei Löcher. Das heißt, wir brauchen einerseits einmal eins, das ganz genau in der Mitte ist, was bei 34 nach Adam Riese 17 sein sollte. Okay. Das heißt, da gehen wir dann durchaus also ein Stückchen da rein. Also ich mache das jetzt mit Augenmaß, gell? Ich fange jetzt da nicht messen an, einen Zentimeter nach innen. Na. Also die Mitte zu messen, finde ich, ist von mir echt schon eine super Sache, dass ich das nicht mit Augenmaß mache. Und dementsprechend. So, jetzt mache ich zuerst die Löcher, damit ich weiß, wie viel Platz dann eben die Nieten brauchen. Also wie gesagt, ich glaube, entweder ist das Gerät sowieso nicht so wahnsinnig toll, andererseits glaube ich schlicht und ergreifend, dass das auch nicht sehr teuer war. Aber es macht ja nichts, weil wie gesagt, wir haben ja eine tolle Nagelschere, die genau das erfüllt, was ich brauche, nämlich da ein Loch einschneiden. Und zum Markieren zumindest ist die Zange schon super. Muss man ja aufpassen, dass man das dann immer von der gleichen Seite einfügt, weil sonst ist es okay, also so ein klassisches Traveler's Notebook wäre jetzt quasi fertig. Glaube ich. Na, braucht A2. Das braucht A2 Löcher. Genau. Und wir wollen aber drei. Das heißt, damit wir jetzt dann für die Dinger Platz haben, die ja doch mindestens einen Gesamtdurchmesser von ja, fast einen Zanti haben, gell, sollte man frühestens da das nächste Loch machen. Also das wäre dann quasi der Platz. Und dann würde ich da ein Loch machen und dann eben auf der anderen Seite die do das Platz da Loch. Das müsste sich dann ausgehen. Warte jetzt mal ganz kurz. Nehmen wir jetzt einfach mal so ein. Ja, genau, weil das wäre dann eben das dann da. Genau. Das sollte funktionieren. Erster Streich. Es ist jetzt nicht in einer Linie. Ja, aber ich denke mal, das wird man nicht einmal mehr auffallen, wenn es dann im Betrieb ist. Voilà. Der erste Streich ist erledigt. Doch, das passt sehr gut. Ja, und jetzt nach unten das gleiche wieder. Also vom Abstand her, glaube ich, passt das sehr gut. Und gemessen habe ich das, falls euch das jetzt interessiert, indem ich einfach da am Rand einen Zentimeter angelegt habe. Dann ist da der Zentimeter aus und da ist dann die nächste 5 mm Marke. Und das heißt, dass sie quasi 4 mm circa Spazi zwischen den einzelnen Nieten dann habe. So, Daumen mal Pi, ob das jetzt wirklich 4 mm da unten sind. Naja, kommt aber ganz gut hin, zumindest drei sind es. Und das ist vom Abstand her, denke ich, genau passend. So, und da auch wieder bis daher und dann der nächste 5 mm Dingsi. Thank you.
schön. Fertig. Also so gut wie fertig, wenn man das jetzt sich so anschaut, dann schaut es eigentlich sehr hübsch aus. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. So, der Land. Jetzt müssen wir natürlich da noch irgendwie dieses Band da durchziehen. Und dafür nehme ich mir jetzt einmal das als Vorlage her und nehmen wir mal alle Einlagen raus. Gell? So, was ich vermutlich nämlich nicht vermissen werde, sind diese sehr, sehr dicken Gummis da drinnen. Was ich sicher lieber hätte, wäre so ein dicker Gummi außen. Jetzt könnt ihr natürlich den vom Erin Condren im Prinzip auch nehmen, weil er ja eh einfach nur einen Knoten hat. Also den könnt ihr da jetzt durchaus auch einsetzen. Aber das war sie jetzt nicht. Gell? Wenn ihr jetzt eh den dunkelbraunen da, dunkelbraun, dunkelblauen da habt, dann glaube ich, will ich das beibehalten. Ja, und das ist jetzt dann im Prinzip so, dass man. Das da, okay, das muss, schauen wir es uns unten an, ich glaube, das ist leichter. Das da ist dann das und das geht da rein und das kommt da raus und das geht dann dahin und kommt da wieder zurück. Na, schauen wir mal, gell? Also, das geht da raus, das geht da rein, das geht da rauf. Das geht darüber. Das geht da raus. Ja. Das geht da wieder rein. Und da wieder raus. Und kommt da jetzt wieder zurück. Genau. So. Und die sind ja jetzt an und für sich recht locker beim Erin Condren. Ich glaube auch, dass es nicht zwingend notwendig ist, das jetzt sehr straff zu ziehen. Aber ich hätte es, glaube ich, ganz gern so. Und daher, ich schneide es mir jetzt einmal da oben ab. Also lieber etwas länger als nötig. Und dann machen wir da mal einen Knoten rein. So, Weberknoten, das nach oben, das dann da rein. Na, ja. Ja, sagen wir es einmal, lassen wir es einmal so. Das passt schon so. Und dann, was war jetzt? Ah ja, da muss ich erst schauen, wie lange ich das dann wirklich brauche. Das Bandle, jetzt tun wir das einfach einmal alles wieder da rein. Wie gesagt, ich werde es nicht vermissen, dass die Gummis so dick sind. Und seht ihr das? Travelers Notebook ist fertig. Es hat jetzt schön Spiel eben da drinnen, aber auch nicht so viel, dass ich das Gefühl habe, es schwimmt drinnen. Es deckt da gut ab. Also selbst wenn die Hefte noch ein bisschen dicker werden, passt mir das schon. Und hübsch ist es, oder? Ja, schon hübsch. So, da la. Dann wäre ich, ja, aber was, das ist eben so das Thema. Wie elastisch ist das? Wie elastisch ist das? Weiß man ja nicht so genau, gell? Also daher glaube ich, wenn ich es jetzt einfach einmal so rummisse und einmal das da. Vielleicht auch mit ein bisschen Spiel noch abschneidet. So, dann tue ich es nur wieder raus. War eh klar. Gut, und wie gesagt, also jetzt geht es dann darum, hier rein und hier rein. So, dann. Und dann. Gut, wenn ich das jetzt einmal so raus, dann würde ich sagen, machen wir einmal da einen Knoten. Ja, machen wir einen normalen Knoten. Will heißen.
dass das dann eben zum Schließen. Und das sieht man jetzt eben, dass eben der Zug nicht mehr da am Punkt in der Mitte ist, sondern dass der Zug dann eher auf diesen Dingen da liegt. Das heißt, auf dieser ganzen Seite hier. Und dadurch zieht er das da nicht so rein. Und das ist eben der Grund, warum man das nicht unsympathisch ist. Und jetzt legen wir es, tun wir die Sachen wieder rein. Raus, rein, raus, rein. Naja, das ist mal bei einem Traveler's Notebook ja gewöhnt. Fertig. Funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin begeistert. Man könnte sich noch überlegen, ob man die Ecken noch abrundet. Dann bin ich zum Beispiel auch diesen Fleck da los. Aber das überlege ich mir jetzt tatsächlich noch. Das werde ich jetzt noch lassen. Ich werde auch an der Länge des Gummis und so jetzt noch nicht herumspielen, sondern das einfach einmal eine Zeit lang so lassen. Und dann sehen wir schon, wie es mir taugt. Aber ja, hey, ich habe ein Travelers Notebook gebastelt. Ich bin happy. Und der da, der wird einfach ins Regal kommen, bis ich ihn anschauen kann, ohne mich zu ärgern. Und dann werde ich ihn auch wieder verwenden. Also entweder als Notizbuchhülle oder dann tatsächlich wieder als Travelers Notebook. Aber hey, cool. I'm happy. Gut, also wie gesagt, mir geht es insgesamt schon wieder besser. Ich hoffe, euch geht es sowieso gut und ich hoffe, das hat euch jetzt auch gefallen und ihr traut euch vielleicht auch mal drüber, das zu machen, weil das ist, also ich habe heute für einen Reißverschluss habe ich noch zusätzlich gekauft, dann 1 Meter von dem Stoff, dann 5 Meter vom Gummi und dann eben diese ganzen Nietendinger da und es hat 24 Euro gekostet. Ja? Also Reißverschluss, wie gesagt, inklusive für mein Schätzchen. Also das ist jetzt nicht einmal arg teuer und es ist total easy zu machen. Also wer auch immer sich gedacht hat, ma, ich würde gerne mal ein Travelers Notebook ausprobieren, aber irgendwie weiß ich nicht, ob es das Richtige für mich ist. Ja, lasst die Ösen weg, dann ist es noch schneller zu machen und noch einfacher. Dann braucht man in Wirklichkeit nämlich nicht einmal Löcher machen, sondern macht es einfach mit einer dicken Stopfnadel, kann man durchstechen. Also wirklich, das geht so super schnell und easy. Und dann kann man es ausprobieren. Und wenn man dann wirklich das Gefühl hat, okay, das ist genau das Richtige, ja, dann kann man zu Moindori gehen und sich Hülle kaufen. Chic Sparrow und so, da will ich mich wahrscheinlich wirklich nah, weil die sind irre teuer und dann auch wieder über den Atlantik und so. Ja, aber Moindori, muss ich sagen, da hat es halt auf der PlanerCon angeben mit einem Fuchs oder Waschbär, das war immer so eine Interpretationssache, den gibt es halt im Augenblick eh nicht. Gell? Gott sei Dank, weil sonst hätte ich ihn ja schon. Gut, also wie gesagt, das ist jetzt mein derzeitiges Travelers Notebook, mit dem ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr happy bin. Ich finde auch, dass das Setup mit den Blumen immer noch sehr gut passt. Also ich habe ja wohl nicht umsonst blau genommen, weil fast alles in meinem Leben ist in irgendeiner Form blau. Mein iPad hat so eine blaue Hülle, ich habe den blauen Kingfisher Malden. Das ist eine Farbe, auf die ich stehe. Und gelb hat es leider nicht gegeben. Also wenn es gelb gegeben hätte, hätte ich mal gelb schon auch gekauft. Aber zum Beispiel gibt es ganz ein süßes Schweinchen rosa. Also vielleicht mache ich mal so einer noch, gell? Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi, Baba!